Ich habe den Eindruck, man hört mittlerweile aus vielen Ecken von der Diagnose Hashimoto. Aber was ist Hashimoto eigentlich und kann man da etwas mit der Ernährung machen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Michelle Dietz. Ich bin Molekularbiologin und Ausbilderin bei Ecodemie. Die Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung. Das bedeutet, dass der Körper hier die eigenen Zellen angreift. In dem Fall geht es um die Schilddrüse. Der Körper zerstört also die eigenen Schilddrüsenzellen und so bleiben im Verlauf der Erkrankung immer weniger Zellen übrig, die tatsächlich Schilddrüsenhormone produzieren können und es entsteht eine Unterfunktion. Deshalb macht sich auch Hashimoto oft mit den klassischen Symptomen Gewichtszunahme, Müdigkeit und depressive Verstimmung bemerkbar. Die Ursachen für diese Erkrankung sind nicht abschließend bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass es eine genetische Komponente gibt, dass aber auch Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Umweltgifte eine Rolle spielen, sowie Hormonstatus, Virusinfektionen und Stress. Hashimoto tritt zum Teil auch mit anderen Autoimmunerkrankungen auf. Dazu zählen zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 1, Schuppenflechte und Zöliakie. Besonders letzte ist nochmal sehr interessant, da es tatsächlich einen Zusammenhang geben könnte zwischen Hashimoto und auch Gluten. Damit kommen wir direkt zum Thema Ernährung bei Hashimoto. Aktuell gibt es keinen einheitlichen Ernährungsplan bei Hashimoto. Es gibt jedoch Aspekte in der Ernährung, die den Therapieverlauf günstig oder ungünstig beeinflussen können. Hier sind besonders einige Mikronährstoffe zu erwähnen, die scheinbar einen positiven Einfluss auf die Erkrankung bzw. den Therapieverlauf nehmen können. Dazu zählt besonders Selen, aber auch Vitamin D, Eisen, Zink und Folsäure. Ein exzessiver Jodkonsum könnte möglicherweise einen negativen Einfluss nehmen. Genauso ist es auch empfehlenswert, den Konsum von Tabak, Alkohol und Koffein zu reduzieren, um den Körper zu entlasten. Besonders positiv sind in diesem Zusammenhang auch pflanzliche Lebensmittel zu erwähnen. Vereinfacht gesagt führen wir durch diese viele Schutz- und Vitalstoffe zu. Diese können unser Immunsystem unterstützen, oxidativen Stress abbauen und Entzündungen hemmen. Im Gegensatz zu den pflanzlichen Lebensmitteln sind tierische Produkte höher in der Nahrungskette angesiedelt. Das kann bedeuten, dass sie unter Umständen stärker mit Umweltgiften belastet sind, wenn wir uns das Stichwort Bioakkumulation anschauen. Wenn ihr mehr zum Thema Ernährung bei Hashimoto erfahren möchtet, dann werft doch gerne einen Blick auf den passenden Artikel dazu oder hört euch den Podcast an. Den Link zu beidem packe ich euch in die Infobox unter diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich freue mich dann, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, ciao, ciao!